Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Ja, letztes Mal hat es ganz gut funktioniert. Champion rausgekommen. Wir machen nochmal Megamind. Kartell. Okay, da haben wir Early Income. Müssen aber dann auf jeden Fall damit rechnen, dass wir später ein bisschen weniger haben. Also Early Game Worker pushen in dem Moment. Wir nehmen den. Ja, der Casket, ich weiß nicht. Ja, der ist ein Tanky. Ich brauche schon Tanks. Ich glaube, ich nehme den Metzger lieber mit. Wir nehmen den Metzger mit. Das sieht mir trotzdem nach einem guten Deal aus. Ich glaube, wir machen den Deal. Wir nehmen den Gargoyle mit. Wir nehmen den Gargoyle mit. Wollte ich zwar letztes Mal nicht, aber wir machen es. Sakura Blume. Ein Lebensbaum. Das heißt, die ersten zwei Runden eher weniger was machen. Könnten hier schon mal eine Harpie hinstellen. Wir müssen auf 4 schicken. Ja, ist okay. Können wir machen. Die haben beide den Baum und der will die Nekomata regenerieren lassen. So wie ich das sehe. Wir können auf jeden Fall noch einen Worker pushen. Ich werde hier runter wahrscheinlich liegen, weil die gesammelt haben. War vielleicht doch nicht die schlauste Idee. Da wird ein Robo kommen. Oder eine Brute. Aber ich brauche den Early Worker. Gerade mit Kartell muss ich schnell irgendwie was aufbauen. Double Robo. Da habe ich natürlich keine Chance. Auch so hätte ich jetzt kaum eine Chance gehabt, das zu überstehen. Mit zwei Robos. Da war ich zu übermütig. Okay, drüben ist aber auch durchgekommen. Unglaublich viel sogar. Hat er was geschickt? Nee, hat er nicht. Wir wollten jetzt schicken, also schicke ich eine Blut rein. Ja, habe ich doch. Blut ist schon drin. So, das heißt, wir machen jetzt. Die haben eine Reichweite von da. Ich will die trotzdem ganz gut covern. Deswegen werde ich den hinstellen. Relativ nah dran. Theoretisch kann ich die trotzdem bis hierhin bauen. Aber ich will schauen, dass die hier den Tank machen und alles abwehren. Ein Albtraum hat er noch gebaut. Aber aus dem Albtraum komme ich nicht durch. Die haben übelst die Worker geholt.
Die Säcke. Das hat noch nicht viel gebracht. Split mal so ein bisschen. Die Shraves sind besser. Also theoretisch jetzt. Könnte aber auf 6 gehen. Komm mit. Die zwei Echsen rein, weil ich einen Stichschaden brauche. Da kann auch eine dritte dazu kommen. Wir machen das so, weil wir können da noch einen Jünger reinstellen, damit die mehr Mana regenerieren. Das sollte noch ausgehen, der dritte. Ich bin ein bisschen overbildet, aber ich brauche das. Ein können wir gehen, weil ich die Welle nicht so stark bin. Nimbus. Das schaffen wir vielleicht gerade so nicht. Nee. Okay, die haben Haufen Worker gebaut auf jeden Fall. Und trotzdem gut rangekommen an den King. Ist halt trotzdem ein gutes Teamwork, den runter zu reduzieren. Machen so, wir bauen ein bisschen mehr. Wir könnten auf 8 gehen. 3 Robos. Okay, meine Gargoyles blocken auf jeden Fall ein bisschen weg. Auf jeden Fall machen ganz gut Schaden. Weiß ich nicht. Sakura Bruma angegriffen. Okay, die Robos sind noch da. Die schaffe ich nicht. Ich kann trotzdem auf jeden Fall einen Worker holen. Die noch rein. Unrollt. Den werte ich auf. Vielleicht geht noch einer raus. Mal gucken. Ich muss den gerade irgendwie covern, weil der ganz gut zurückliegt. Schon mal keinen Worker diese Runde. Weil die werden nächste Runde wieder was schicken.
Wir kommen nicht durch. Er kommt vielleicht durch. Nee, kann sein, nicht hoch. Nee. Ach, das war keine gute Wave. Von dem Metzger. Not enough with you. Einwirke hole ich mal. Aber ich vermute mal, der wird diese Runde was senden. Deswegen bleibt es erstmal dabei. 140, jawohl. Das heißt, jetzt können wir auf Worker gehen. Genau, einen kann ich noch bauen. Wenn ich alles schaffe, wäre geil. Sieht nicht schlecht aus. Ach du Scheiße. Was hat er alles durchgelassen? Alter, bau doch mehr. Holy shit. Stich und Aufprall. Könnten auf 12 gehen. Könnten auf 12 gehen. Mit. Ich sollte es theoretisch schaffen mit dem Jünger. Ja. Das haben wir mal gesagt. Holy shit. Baut einfach zu wenig. Oh, es gibt's nicht. Wir gehen mal auf den greedigen Weg. Könnten auf 12 oder 13 gehen. Ich finde 13 fast besser. Mit dem Long Safe könnten wir da gut was rausholen. Ja, 13 ist auf jeden Fall besser. Hat mir so ein bisschen der magische Schaden gefehlt. Shutdown ist ärgerlich. Aber es hält ja mal für mich. Millennium. So, das heißt, wir können 350 ausgeben. So. Was schicken wir? Da die Bäume noch nicht aufgewertet. Wir könnten
Also wir müssen Stichschaden auf jeden Fall schicken. Stichschaden ist wichtig. Um den, den Doppelgänger kalt zu machen. Ich glaube, wir gehen mit dem Zentaur. Habe ich das Kredit ausgenutzt? Komplett? Oder ist noch eine Runde? Bis jetzt nicht. Wir werten den auf. Wir werten den auf. Ich muss einen bauen. Ich halte sonst die Runde nicht. Da ist mir Kredito auch scheißegal in dem Moment. Ich muss so viel wie möglich halten. Er hat auch einen Centaur geschickt. Sieht gut aus. Ich werde es wahrscheinlich nicht komplett halten. Aber es sieht gut aus für mich. Das war die richtige Entscheidung. Oh, die kriegen richtig auf die Fresse. Ich habe einen kleinen durchgelassen. Gewonnen. War wirklich mal wieder die richtige Entscheidung, da einfach das bisschen mehr zu bauen. Krass. War auch wieder eine gute Runde. Meine Pechsträhne ist wohl vorbei, jetzt gewinne ich wieder. Oder ich darf halt unter der Woche nicht mehr zocken, sondern muss es am Wochenende machen. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.